Die Sendung Andres Radio mit dem großen Special Andres Weihnachten. Und auch in der heutigen Show wollen wir natürlich hier unsere Lego-Rubrik nicht verkümmern lassen. Ich fürchte, Roland, du musst noch ein bisschen weiter zu Bolz rüber, sonst bist du nicht im Bild. Denn wir nehmen das Ganze hier auf für unseren YouTube. Das ist eine Radiosendung. Ja, aber alles interaktiv. Es gibt jetzt wirklich auch ein Bewegtbild. Was hat das mit Interaktivität zu tun? Dass man es auch sehen kann. Was hat das mit Interaktivität zu tun? Warum ist das nicht interaktiv? Können es die Hörer so anstupsen und dann bewegen wir uns? Ja, genau, die müssen euch Kommandos geben. Ja, genau. Was sollen wir jetzt machen? Tanzen? Aha. Nein, wir haben hier schon viel aufgebaut. Denn ich jetzt im Fernsehen? Live, in Farbe und in voller Größe. Ich hoffe, man kann dich sehen, aber ich versuche dich nicht zu verdecken. Ich bin egal, es geht um euch. Es geht um euch. Denn ich habe den lieben Frankie, den Bolz und den Roland, die alle hier sind, gebeten, ihr Lieblings-Lego-Set des Jahres hier zu zeigen. Ach, des Jahres? Ja, im Prinzip des Universums. Für immer und ewig. Denn ihr seid ja alle drei begnadete Lego-Kenner. Und ich fange mal an bei meinem lieben Freund Frankie. Du bist ja jemand, du beschäftigst dich an sich jeden Tag mit Lego-Bricks. Du baust fast täglich. Dein Lieblings-Set des Jahres? Also mein Lieblings-Set ist natürlich von Duplo. Da ich ganz beschäftigt bin, Duplo-Welten zu bauen, weil ich, das verrate ich mal aus meinem Privatleben, einen kleinen Sohn habe, der ganz verrückt ist nach Duplo. Und wie man hier unschwer sieht, ist mein Lieblingsset von Duplo der Bagger. Hast du den dabei? Ja, den sieht man da. Oh, guck, mach doch mal die Augen auf Andres. Ach so, er steht ja hier in voller Pracht. Hier, ja. Guck mal. Echt schön. Und ich dachte, die längste Praline der Welt, die ganze Zeit kriegt man voll Hunger und dann sowas. Nein, und der Duplo Bagger ist natürlich insofern ganz fantastisch, weil er dazu anregt, ganze Baustellenwelten zu erschaffen. Was soll ich sonst dazu sagen? Ihr kennt euch ja bestens aus mit Lego. Ja, also dein Sohn ja. Bodo spielt gerne mit Duplo, das freut genau, uns. Genau. Und dann machen wir weiter mit dem lieben Bolze. Du bist auch jemand, du hast dir hier schon mal gezeigt, Lego Minecraft. Wer war nochmal der Lego-Experte? Du hast dir schon mal gezeigt, Lego Minecraft mit tollen Mindstones. Handcrafted Mindstones. Genau, den Roboter hast du schon mal gezeigt. Genau, und das war schon faszinierend, aber du bist auch jemand, der mal quasi einfach ein paar Steine aufeinander baut, zusammenbaut. Und das ist, glaube ich, von dir hier, ne? Ja, ich habe, also manchmal habe ich auch ein paar Steine locker, aber ansonsten baue ich auch gerne zusammen. Ja, das stimmt. Genau, und das hier, die Serie, die gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Das waren so kleine Geschichten, Miniaturmodelle. Die gibt es noch. Ja, natürlich gibt es die noch. Da ist der Lego-Kenner. Roland, ja, zum Glück. Richtigen Experten, ja. Ja, der Millennium Falcon. Es gibt noch neue Modelle davon. Also die letzten Modelle, die es jetzt gab, sind die von aus Rebels, aus der TV-Serie. Ja. Da gibt es Modelle von, das sind, glaube ich, die letzten. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann bald welche aus Rogue One geben wird. Und aus Force Awakens gibt es natürlich auch welche. Übrigens, man spricht ja, das Rogue One aus. Rogue One. Ich habe heute gehört, dass hat jemand Rouge One gesagt. Also, ja, das ist Rouge One. Aber ein Bild steht, genau. Kann man auch nichts anderes erwarten. Ja, Star den hast du Wars, umgehauen, Rouge One. Genau, du hast völlig recht, es gibt unter anderem den blauen X-Wing. Da hast du recht. Ich habe noch keine neuen Bilder gesehen. Also, nee, also das letzte sind, glaube ich, die Rebels-Sachen aus der TV-Serie. Und keine Ahnung, ob es dann irgendwann mal welche aus Rogue. Rouge-Band. Genau. Das ist natürlich schick. Und du sammelst die aber nicht. Du hast nur dieses Exemplar oder hast ja, du mehrere davon? Ja, ich saß und musste. Ich meine, hallo, das ist der Millennium Falcon. Also besser geht's nicht. Fast so schön wie das große UCS-Set. Aber das ist ein anderes Thema. Sehr schön und eine Bereicherung hier. Immer schön, wenn man Han Solo dabei hat. Ja. Und dann kommen wir zum lieben Roland, der ja Lego-Kenner ist, wie wir eben erfahren haben. Der unter anderem die Bricklinks schreibt. Und der hier was aufgefahren hat. Sag was zu deinem Exponat und zu deiner Minifigur. Ja, eigentlich hast du ja gesagt, dass man seine Lieblingsminifigur des Jahres mitbringen soll. Ja. Und das ist der Astronaut aus der Minifigur-Sammelserie 15. Die ist sogar noch von diesem Jahr, nämlich aus Januar 2016. Diesen Astronauten fand ich mit am besten, weil er ein Astronaut ist. Und dann ist er eine schöne Reminiszenz an die guten alten Classic-Space-Geschichten. Da gab es ja früher auch weiße, das waren, glaube ich, sogar mit den roten die ersten. Und er hat natürlich diese schöne Fahne in der Hand, die das alte Space-Symbol hat. Trotzdem ist es ein, in Anführungszeichen, realistischerer, modernerer Astronaut mit einem vergoldeten Visier und überhaupt mit einem Visier und ja, mit etwas bedrucktem
drauf, dass es alles etwas realistischer aussieht. Das ist meine Lieblingsminifigur. Sehr schön. Als liebstes Modell wollte ich eigentlich was ganz anderes mitnehmen. Das war mir aber zu groß, hatte ich keine Lust zu. Eigentlich wollte ich eine von den Buildable Figures mitnehmen. Das sind eigentlich tatsächlich meine Favoriten dieses Jahr, weil Oha. Ich die für mich entdeckt habe. Das Bionicle hatten wir eben schon ganz kurz erwähnt. Das ist ja, sind ja so eine großen Figuren, die jetzt eingestellt wurden, zu Recht, wie man vielleicht sagen kann. Aber aus diesem Prinzip haben sie große Star-Wars-Figuren jetzt gemacht. Es gab auch Superhelden-Figuren, aber die gibt es auch schon nicht mehr, egal. Star-Wars-Figuren und die wird halt fortgesetzt. Da gibt es jetzt auch schon Rogue One-Modelle, wird es da weitergeben. Ja. Und da hatte ich die von, ja, die alten habe ich mir alle nachgeholt. Ich habe auch die aus Force Awakens mir jetzt geholt und die machen mir echt Spaß. Die sind schön. Interessant. Also das ist immer schön, wenn man sich so ergänzt. Die sprechen mich persönlich gar nicht an. Mhm. Ich habe keine einzige davon. Ja, aber es kommen tatsächlich, glaube ich, drei neue jetzt zu Rogue One. Und es sind ja fünf Sets und drei Figuren. Und die laufen offenbar gut. Ja. Und ich habe den Designer von Darth Vader kennengelernt. Das nur ganz am Rande. Ja, Vader ist eine sehr schöne Figur auch. Ja. Und ganz kurz zu dem Modell hier, was ich in der Hand habe. Das sind diese Mighty Micros. Superhelden, eher so spaßige kleine Autochen, wo dann halt Superhelden drin sitzen. Gibt es sowohl für DC als auch für Marvel-Superhelden. Diesen Spider-Man habe ich hier mitgenommen. Spider-Man ist natürlich einer der besten aus dem Marvel-Universum. Ist auch gerade mein Avatar, dieses Modell. Sammle ich gerade auch ganz gerne und weiß ich nicht, ob die weitergehen. Die gehen weiter. Gibt schon Bilder, genau. Marvel und DC geht weiter im nächsten Jahr. Genau, da wusste ich auch mal was. Ne? Und mein persönliches Set ist dieses hier. Das sind nur die vier Beatles. Ne? Und Frankie ist begeistert. Yellow Submarine Lego Ideas Set. Ich weiß, sie ist so toll. Ist das nicht die Starfleet Academy? Ja, das eine ist ja hier Riker, genau, ne? Da ganz links. Ja, ne? Ja, genau, Riker, den Gag kann man schon durch bei Twitter, aber das ist wirklich so. Das ist, ja, also persönlich, ich habe jetzt nur die Figur mitgebracht, es gibt auch noch das schöne Unterwasserboot, das Gelbe, ne? Und das hat mir wirklich, ja, einfach so viel Spaß gemacht. Als Beatles-Fan ein Set vor sich zu haben, dass ich des Themas ja, Yellow Submarine annimmt. Also fantastisch. Und dann noch Lego-Steine und man sitzt da eine Stunde und hat Spaß. Also das war großartig. Insofern würde ich wirklich, wenn ich ein Set benennen müsste, Yellow Submarine sagen, weil einfach, ich habe dieses Jahr Paul McCartney zum dritten Mal live gesehen in Düsseldorf. Ich bin großer Beatles-Fan. Also da passt da alles. Und das ist ein richtig tolles Set. Die Figuren sind gelungen und es macht einfach Spaß. Also das ist so mein persönliches Highlight in diesem Jahr. Und bin gespannt, was da im nächsten Jahr so alles kommt. Bist du damit abgetaucht, ja? Ich bin abgetaucht, ja. Und jetzt, weil es gibt ja vielleicht Hörer, die sagen, Lego, was ist denn das? Tauchen wir wieder auf. Weihnachtliche Klänge. Vielen Dank euch dreien für eure Einschätzung. Bagger, Millennium Falcon und ja, Mighty Micros und eine sehr, sehr schöne Minifigur, die ich zu Hause auch mein eigen nennen darf. Ich bin ja auch ein Freund der sammelbaren Figuren. Insofern, da kommt ja auch demnächst eine neue Serie Batman zum Movie. Gibt es dann wieder 20 Figuren diesmal. 20, nicht 16, sondern 20 Stück. Das wird nicht günstig, vor allem, weil die Figur dann 4 Euro kostet statt 3. Das am Ende, ja, Roland wird gleich, glaube ich, heulend rauskommen. Ja, aber es ist ja Weihnachten. Da wollen wir jetzt einmal sagen, an dieser Stelle kann man mal sagen, allen, die uns zugucken, frohe Weihnachten. Und bei YouTube klicken wir uns wieder aus und es geht weiter mit der Sendung hier bei Tide 96.0. Andres, Weihnachten.